Und willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, in den letzten Folgen haben wir, was gesagt, in der. Was? Was los? Ja, schießt ja. Ja, in der letzten Folge, nicht in den letzten Folgen. In den letzten Folgen habe ich davon gesprochen, ja, aber in der letzten Folge haben wir nun angefangen, unser Schiff zu bauen. Ich habe dann nach der Aufnahme noch kurz hier ein Cockpit draufgesetzt. Mir das mal anzuschauen, wie das aussieht. So. So, weil ich wollte eigentlich ein Cockpit bauen, so wie das im Lander gewesen ist. Also so schön mit innen rein und so. Dann habe ich auch so mitbekommen, dass wir ja gar keine Glasplatten haben. Gar keine kleinen, die wir dafür nutzen können. Ja, das war natürlich, ich sag mal, ja, nicht so produktiv. So. Stahl. Natürlich jede Menge, gell? Nehmen wir erstmal die Standardsachen mit. Die haben wir ja zum Glück gleich hier. So. Hier haben wir das schon. Ja, hier haben wir doch auch was drin. Warum konnte ich denn jetzt nicht anfangen zu schweißen? Ah, geht doch. Interne Panzerung, Anzeige, Computer und Panzerglas brauchen wir. Kriegt man hin. So, also Anzeige. Interne Panzerung. So, interne Panzerung. Brauchen wir aber, glaube ich, noch ein paar mehr. Das 25 haben. So, Computer brauchen wir. Und Panzerglas. Ich hoffe, das war's jetzt. Schauen wir mal. Ja, haben alles dabei. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns mal die Blöcke anschauen. Die braucht man nicht. Ich brauche da spezielle Blöcke für. Und so. Gelle. Ja. Drücken. So. Hier das auch noch mal wegmachen. So. Ach ja, es ist halt. So.
Das hier war es leicht aus. So. So, dann brauchen wir nochmal Imsen. Geller. Den Imsen. Ja, so. Was hat denn der jetzt hier gebaut? So, wieso? Das jetzt nicht funktioniert. Ach so. Okay, ist ein kleiner Anzeigebug. Naja, nicht das Problem. So, wenn man das weiß, dass das funktioniert, dann ist das nicht das Problem. So. Sehr interessant. Gut. So. Die 5. Weil ich hier unten genauso noch mal hinsetzen, ne? So. Ah, jetzt haben wir einen falschen Block genommen. Sollte der werden. Gut. Nicht so schlimm. Mal den richtigen. Energy low. Energy low. Naja, nicht so schlimm. So. So und so, ja. Tja, ich weiß halt nicht, ob wir da vorne noch was reinbauen. Da habe ich noch keine Ahnung. Wir gehen erstmal die Energie aufladen. Weil das mit dem Schiff, das wird sowieso, glaube ich, noch eine Weile brauchen. Halt. Und ja. Da werden wir noch ein bisschen brauchen. Versuch das ja auch ein bisschen ordentlich zu bauen, dass das gleich von Anfang an ein bisschen gut aussieht. So. Und voll. Ja, unsere Tür funktioniert noch. Sehr gut. Sehr gut.
So. Wollen wir mal schauen. Wir haben doch die großen anschauen. Ne, die normalen und die großen. Ich will mal die anschauen. Wie sind die? Braucht man für die Teile überhaupt? Metallgerüst fehlt noch und Stahlrohr groß. Wenn wir gleich mal holen. Fertig bauen und dann schauen wir mal. Sieht eigentlich ganz gut aus, huh? Kann man eigentlich so lassen, huh? Könnte man eigentlich so lassen. Problem ist jetzt halt nur, ich habe jetzt hier drunter die Blöcke noch nicht fertig geschweißt. Wollen wir gleich mal tun. Da können wir nämlich die Truss da hinten so rausgehen lassen. So war mein Plan. Aber wir brauchen ja die Truss nicht für irgendwas anderes. Sondern eigentlich nur, um nach vorne und nach hinten zu fliegen. Die machen wir gleich noch fertig. Ja, komm. So. Okay, dann können wir hier den Truster schon da drauf setzen. Das ist der kleine. So, können wir den nämlich schon fertig schweißen. Können den einen hier drüben nochmal abbauen. Nicht das Problem. Jetzt bauen wir den hier rechtzeitig mit ab. Bauen wir fertig. Können wir den nämlich halt abbauen, ohne dass was runterfällt. Und können hier die Blöcke erstmal fertig schweißen, weil von unten komme ich nicht mehr richtig dran. So. Halt, bevor wir den jetzt bauen, würde ich hier gerne eine Trennwand reinziehen. Können natürlich den einen Block hier in der Mitte rausnehmen. Nehmen. Dann bauen wir einfach hier noch einen Verbinder rein. Jetzt so. Ah, ich habe kein Hydrogen mehr. Oh, schlecht. 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 So. Wo haben wir sie hier? 1, 2, 3. 1, 3. So. So, jetzt brauchen wir Verbindung Frachtblöcke und zwar eine kleine Förderleitung, gell? So, da können wir die untereinander verbinden. Die
Frage ist halt nur, ob genug durchkommt. Aber lieben Leute, ich sehe schon wieder, die Folge ist vorbei. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit unserem Schiff. Mal sehen, was für Ideen wir noch kommen. Alles klar, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Tja, ansonsten würde ich mir wünschen, wir würden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.